Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Meister der Zeremoniebox von Bastard. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bastard, früher MC Bastard, hatte das MC abgelegt und ist jetzt nur noch als Bastard unterwegs. Wir haben hier eine Metallbox, eine Blechbox und hier oben lesen wir Horrorcore Entertainment präsentiert, Bastard, Meister der Zeremonie, Incendium Edition. Und wir haben hier so eine Symbolik, ja, es dürfte wohl ein Bannkreis sein, also wer sich so ein bisschen mit Spirituellem oder mit Geistern und Dämonen beschäftigt, der kennt sowas sicher. Also es wird meines Wissens nach aufgezeichnet, um sicher zu sein vor äußeren Einflüssen, also zum Beispiel vor bösen Geistern oder Dämonen. Ich glaube, die Person muss sich dann hier in die Mitte reinstellen und wenn man das irgendwie richtig aufzeichnet, kommt, glaube ich, bei Insidious oder so ist das auch Thema bei dieser Horrorfilmreihe. Gut, wir haben hier Horrorcore zu lesen und ein Symbol. Hier lesen wir Meister der Zeremonie, Incendium Edition. Bastard mit zugehörigem Logo, also das T in Form der Hand, die aus dem Boden kommt und das Mic hält. Hier lesen wir nur Bastard. Und auf der Rückseite haben wir den ganzen Inhalt aufgelistet. Incendium Edition Inhalt, Meister der Zeremonie Album Incendium Edition, 3 Bonussongs inklusive Instrumentals CD, 3D-Hörspiel Der Wiedergottes, Bastard, Kerze plus Streichhölzer, Meister der Zeremonie T-Shirt in Größe L, A6 Sticker, A3 Poster und eine Urkunde signiert und durchnummeriert. Dann haben wir die Credits und einen Barcode. Ja, das Ganze, wie gesagt, eine Metallbox, gefällt mir sehr gut. Das Ganze geht dann hier auf, also der Deckel ist nicht zum Abnehmen, sondern hier zum Aufklappen. Kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Dann haben wir das Hörspiel Der Wiedergottes, die Instrumentals zum Album, das Album an sich, eine Kerze, das dürfte dann wohl die Streichhölzer sein, dann der Sticker in A6 und dann haben wir auch noch das Poster und eine, oder was heißt eine, die Urkunde. Gut, so sieht die Box von innen aus. Metallic, nicht speziell irgendwie lackiert oder so, aber gefällt mir gut. Ist auf jeden Fall eine Menge Platz drin. Kann man gut verwenden. Weg mit der Box. Und wir kommen zum Herzstück des Albums. Zum Herzstück der Box, nämlich dem Album. Wir lesen hier oben Horrorcore präsentiert, oder Horrorcore Entertainment präsentiert, Meister der Zeremonie, Bastard. Hier lesen wir Liquidium Edition. Und dann haben wir hier einen kleinen Jungen, der in ein Schaufenster sieht, wird hier, ja, ist die Frage, von einem Elternteil wahrscheinlich an der Hand geführt. Und er blickt hier irgendetwas Dämonisches, Satanisches. Also hier sehen wir irgendwie einen Sensenmann, der hier auf dem Altar, man kann das erkennen, scheinbar ein kleines Kind opfert. Dürfte den kleinen Mann hier wohl etwas verstörender Anblick. Wir haben hier die Tracklist, 20 Stück an der Zahl. Wir haben Features von Prinz Pi, Contra K, Osan, Sido, Indira Weiss, MC Boogie, Money Mark, Frauenarzt und 3 Bonustracks. Also das dürfte sich dahingehend dann unterscheiden, dass das eben die Liquidium Edition ist. Diese 3 Tracks hier wirklich nur auf dieser drauf und nicht auf der normalen Meister der Zeremonie Edition. Haben wir die Credits und wieder einen Barcode. Von diesen 20 Tracks sind meine beiden Favoriten einmal der Track Fernweh mit Prinz Pi. Und einmal der Track Mädchen aus dem Osten, auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Ah ja, hier, Track Nummer 10, Mädchen aus dem Osten.
der Beat hat es mir irgendwie speziell angetan, auch das Instrumental Mädchen aus dem Osten, also das Instrumental höre ich echt gern. Dann lesen wir hier Bastard Meister der Zeremonie Liquidium Edition. Kommen wir mal zum Inhalt. Wir fangen wie immer an mit dem Booklet. Also, Cover kennen wir bereits. Und dann haben wir hier, oh, das ist schön, wir haben hier die einzelnen Tracks komplett abgedruckt mit ihren Texten. Und verstörende Bilder dazu. Weitere Texte. Weitere merkwürdige Bilder. Es passt natürlich zu diesem ganzen Artwork, zu diesem Meister der Zeremonie, Dämonen, Geisterbeschwörung etc. Wundert mich echt, dass man das machen darf in Deutschland. Also, dass dieses Artwork, dieses Booklet hier mit mehr oder weniger nackten Frauen hier durchgegangen ist. Also, es zieht sich hier alles durch, so in Schwarz-Weiß und Türkis. Und die Bilder sind alle dann in Schwarz-Weiß. Das dürfte wohl der sein, den wir im Schaufenster gesehen haben. Ja, sieht gut aus. Der hier das kleine Kind opfern möchte. Alle Tracks aufgelistet, abgedruckt. Sehr schön. Und hier auch nochmal die Tracks. Gut, dann kommen wir zur CD. Diese ebenfalls in Schwarz und Türkis gehalten. Bastard, Meister der Zeremonie. So sieht das Ganze aus. Und auch hier haben wir wieder so einen Bannkreis in Schwarz und Türkis. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Sieht so aus. Also ziemlich genau so wie das Cover auch schon auf der Box. Allerdings hier in Schwarz. Sehr schön. Wir haben hier die Tracks an der Zahl, 20 Stück. Das dürfte daran liegen, dass Intro und Outro rausgefallen sind. Denn, jawohl, entzünden und auslöschen sind hier nicht drauf. Warum? Weil das einfach nur so kurze Audioclips waren, wo eben eine Kerze angezündet wurde und eben ausgelöscht wurde. Da braucht man jetzt kein Instrumental, beziehungsweise gab es keinen Beat dazu. Bastard. Ups. Meister der Zeremonie, Instrumentals lesen wir hier, CD in Schwarz und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir das Hörspiel, das finde ich auch spannend, habe ich so noch nie gesehen in einer Deutschrap-Box, Horrorcore Entertainment präsentiert. Der Wiedergottes, also sind hier so eine weiße Maske. 3D-Hörspiel mit folgenden Gastsprechern: Indira Weiß, Antonio Wanek, Till Butterbach, Caroline Erfurt und Bastard. Spannend, also speziell Nummer 1 und Nummer 4 sind ein Begriff. Credits. Ich glaube, das ist die Dame, die bei Fuck You Goethe mitgespielt hat. Wer heißt die? Herfurt? Keine Ahnung. So sieht das aus, der Wiedergottes. Ebenfalls in einer Papphülle. Würde mich nur interessieren, wie lange das geht, aber es steht, glaube ich, hier nicht, oder? Nein. Steht nicht, wie lange die Spielzeit ist. Egal. Dann haben wir einen Sticker in A6, also Postkartenformat in Schwarz und Weiß. So sieht er aus. Bastard, der Schriftzug. Dann haben wir eine Urkunde, diese im A5-Format. Und hier lesen wir: Der Besitzer dieser Urkunde hat die Bastard Meister der Zeremonie Incendium Edition Box mit der Seriennummer 1179. Also, das dürfte wohl BE, entweder für Berlin oder BC für Berlin Crime sein. 26.06. Bastard. Das Album ist ja 2015 erschienen. Okay. Es würde mich jetzt nur interessieren, was die Gesamtauflage war, also wie viel es davon gab. Aber ja, ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass man eine durchnummerierte Box hat. Das macht das Ganze irgendwie für mich greifbarer, persönlicher. Dann haben wir hier noch eine Kerze und das ist auch eine Premiere, denn so ein Boxinhalt gab es meines Wissens auch noch nie zuvor. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine Kerze gab. Und zwar ist das hier so eine schwarze Kerze und die hat hier rundherum so eine, ja, so eine Banderole, so einen
Beschriftung, Bastard lesen wir hier. Das Ganze wird jetzt nicht direkt auf der Kerze, sondern wirklich hier rundherum so ein Papier, das die ganze als Bastardkerze ausweist. Ja, sowas braucht man dann natürlich, um irgendwelche Rituale durchzuführen oder Geister zu beschwören. Und was würden wir ohne die hier machen? Da wäre die Kerze wahrscheinlich nutzlos. Wir haben hier noch Streichhölzer. Also eine Streichholzschachtel im Bastard-Design. Auf beiden Seiten hier das Logo, der Schriftzug. Und dann haben wir hier schöne Streichhölzer in schwarz mit weißem Kopf. Und jetzt würde mich nur... Auf der einen Seite hier haben wir dann die Reibefläche, um das Ganze zu entzünden. Streichhölzer habe ich schon mal gehabt in der Deutschlandbox. Bei Blackout 2 zum Beispiel oder Feuerzeug gab es auch schon des Öfteren. Aber in Kombination mit der Kerze meines Wissens Premiere. Und bevor wir zum T-Shirt kommen, haben wir auch noch das Poster. So sieht das Ganze aus. Bastard lesen wir hier. Dann haben wir hier wieder eine arme Frau, die hier wohl gerade, das dürfte Beck sein, oder? Ihr kennt es leider nicht genau, Bier trinkt und hinter ihr steht Bastard. Sie fragt, wie das gemeint ist, ob sie das jetzt wirklich spürt oder ob das einfach veranschaulichen soll. Dadurch, dass sie hier Alkohol trinkt, ist er quasi dieser Teufel, dieser Dämon, der sie da, ja, der in sie übergeht. Schwer zu sagen. Einseitig bedruckt im Hochformat. Und dann haben wir noch das T-Shirt, welches so aussieht. Also, wie auch schon auf dem Cover der Box, haben wir hier wieder diesen Bannkreis aufgezeichnet. Oben Bastard und Meister der Zeremonie unten. Neckprint haben wir keinen. Und das Ganze ist ein T-Shirt in der Größe L. Gilden Heavy Cotton, made in Haiti. Grüße gehen raus. 100% Baumwolle. Schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem roten Aufdruck Bastard, darunter Meister der Zeremonie. Und in der Mitte groß dieses Logo, dieser Bannkreis. Ich muss ehrlich sagen, schwarz-rot-weiß, absolute Top-Kombination farblich. Aber nachdem mir dieses Geister- oder Dämonen-Beschwörungsthema jetzt nicht ganz so liegt, werde ich dieses T-Shirt eher nicht tragen, weil mir dieses ganze Okkulte und ja, das ist nicht ganz so meine Materie. Deswegen werde ich mit diesem T-Shirt eher nicht rumlaufen. Aber auf jeden Fall schön gemacht und gefällt mir vom Design und von der Farbwahl sehr, sehr gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, das 3D-Hörspiel Der Wider Gottes, die Instrumentals zum Album Meister der Zeremonie, das Album Meister der Zeremonie mit 20 Tracks, die Bastard-Kerze, die Streichhölzer dazu, die Urkunde zum Album und dieser A6-Sticker. Das war die Kerze. Das alles in dieser wunderbaren Box Meister der Zeremonie von Bastard. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bastard unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.